Maggie, tolle Moves! Ich hätte nicht gedacht, dass sowas in dir steckt. Ich genauso wenig. Du bist eine gute Tanzlehrerin. Als Zeichen der Wertschätzung bekommst du das. Das Abzeichen des Maritime-Buchtags. Jetzt kannst du in den Stadtpark gehen und die Kaninchen hüten. Der Maritime-Buchtag gefällt mir immer besser. Ja genau, ich darf erstmal den ganzen Tag Suche nach Magiespiegel. Buckeln. Nutze sie mit diesem und Knopf, ackern. Um für jede Gelegenheit und als Belohnung darf ich dann auch noch die Hasen hüten. Ja genau, super. Was? Jetzt bei Just Dance ist auch der Tanz. Leider nicht, fände ich aber lustig. Wäre schon cool. Wäre schon cool, wenn er da drin wäre. Ich hoffe, du hast dafür nicht 60 Euro bezahlt. Toda, 40. Wie die My Universe Spiele, die kosten auch 40 Euro. So, jetzt kann ich in den Spiegel gehen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die größte Tänzerin im Land? Entschuldigung, TänzerInnen. So, jetzt kann ich mich noch... Komm, ich zieh mich... Ja, ich brauche die Klamotten. Die waren so toll. Die zieh ich so... Guck mal, ich kann noch einen Schal, den anziehen hier. Ja, ich könnte mir auch noch was Neues kaufen, oder? Nee, ist alles zu teuer. Ist alles zu teuer. Okay, aber wir lassen es so. Guck mal hier, ich bin voll stylisch. Die Grafik erinnert mich an Barbie 2003 Filme. Ja, aber ich finde, für Switch-Verhältnisse ist es eigentlich ganz gut. Besser als Pokémon, ne, Brownie? Ach, Brownie ist ja gar nicht hier. So, bin ich jetzt fertig? Celine, hallo. Sunny, aber ohne das Abzeichen der Maritime. Nee, keine Demo. Es gibt von dem Spiel leider keine Demo. Der Hirtenwettbewerb wird sehr ernst genommen und ist offiziell. Finde einen magischen Spiegel und lege das Abzeichen an. Guck mal, der hat nur Befehle für mich. Warum steht man auf den? Ich soll das Abzeichen anlegen. Das da, ne? Warte. Hier. Kann ich den Schal nicht mehr anlegen, weißt du? Ich wollte eigentlich einen schicken Schal anziehen. Sieh dich an. Das Abzeichen der Maritime-Bucht. Du siehst aus, als wärst du bereit fürs Kaninchenhüten, oder? Gehen wir zum Stadtpark. So. Ich mag die Grafik, so ist es nicht, aber ja, es ist schon ein echt ein klein wenig Nostalgie für so alte Hasen. Tatsächlich, also ich finde die Grafik passt halt einfach. Es ist nicht übertrieben. Es gibt tatsächlich das Spiel ja auch für PlayStation 4. Ich habe es ganz am Anfang mal erwähnt. Was denn dieses Bild, ne? Es geht los. Alles bereit für den Hirten? Was? Geht es dir gut? Hey, das hebt doch nur deine wunderschönen Zähne Sieht hervor. Sieht gar nicht schlimm aus. Schau, meine Zähne! Ja, das ist Sabotage! Nur, sie sind halt ein bisschen präsent, aber gut. Wer ist so scharf drauf, den Maritime-Buchtag zu sabotieren? Oh, habe ich Detektivarbeit gehört? Das ist super! Ich war auf der Detektivschule! Solltest du nicht Natürlich an der Flug-Universität sein? Alle Ponys stehen einfach nur in der Sonne rum. Und wir müssen Zeugen finden, was viel lustiger ist. Frag herum, ein Pony hat sicher was gesehen. Oh. Okay, ich untersuche das. Okay, Zip ist anscheinend die Coole, ne? Ich meine, die hat bei einem Detektivbüro gearbeitet, ne? Warum die hier die ganze Zeit noch nicht dabei gewesen ist, als das andere Plakat verhunzt wurde, das weiß ich auch nicht. Die kam jetzt halt erst angeflogen, keine Ahnung, was sie vorher gemacht hat. Ihre Ausbildung zu Ende oder so, weiß ich nicht. Tada! Aber auf jeden Fall können wir sie gut gebrauchen, würde ich mal sagen, ne? Jetzt muss Toffi wieder was tun. Ja, Mist, hä? Teleschnecke, hey! Ich übernehme Brownies Part. Ja, es ist besser. Danke, Teleschnecke. Vielen Dank. Oh Gott. Ich hab's schon vermisst. Ich hab's schon vermisst. Sunshine Mitsu, dich habe ich noch nicht gegrüßt, ne? Hallo. Sogar die offiziellen Synchronsprecher. Das weiß ich eben nicht. Ich find's nur geil, dass es eine deutsche Synchro ist. Aber ob es die Originalen sind, das kann ich leider nicht sagen. Aber ich find's tatsächlich echt gut. Das deutsche Synchro hat, finde ich extrem gut. Ich finde das Bild toll. Guck mal, ich mache da jetzt ein Foto von. Ne, warte. So, ich habe da jetzt ein Foto von gemacht. Ich finde das viel schöner als das, was die... Wahrscheinlich ist das Original nicht so hübsch. Kann ich mir vorstellen. So, hast du noch was? Oh, guck mal, die macht die ganze Zeit ein Selfie. Aber das kommt davon, wenn man zu viele Selfies macht. Zu viele Selfies machen blöd. Guck mal, die kann gar nicht mehr aufhören. Ich
Und du haust mit dem Holzhammer einfach auf Holz. Okay, alles gut. Ja, also, mir gefällt das Spiel. Ich mag das. Fantastisch. Was? Hab vor der neuen My Little Pony Generation noch nichts gesehen. Ist das die Story aus dem Film? Anscheinend. Irgendjemand hat es ja gerade eben im Chat erwähnt, dass das die Story zum Film ist. Und da geht alles drunter und drüber. Oh, hä? Wie komme ich da rüber? Oh, da muss ich, glaube ich, fliegen können, oder? Ja, da komme ich so nicht rüber. Oh, toll. Den Loot kriege ich nicht. Das ist ja unfair. Eine kurze rote und blaue Mähne. Das war bestimmt die Detektivin. Ein Pony muss die Plakatwand wieder in Ordnung bringen. Zum Wohle der Kaninchen. Ein Pony muss. Mach's doch selber. Ist halt echt so. Zwingt hier die anderen Leute irgendwas zu tun? Kannst du selber mal Hand anlegen. Tada. So dein Plakat. Wenn er unbedingt da was dran gemacht haben will, oder? Fände ich nur fair. Da komme ich jetzt echt nicht hoch, ne? Das nervt mich. Ich will da hoch. Ach nee, das war eine andere Stelle. Warte mal, warte. Hier kann ich doch rüberhüpfen, oder? Ja, okay, alles klar. Das habe ich hingekriegt. Nur das andere ging nicht. Das hier ging nicht, genau. So, wo ist der Letzte, den ich bequatschen muss? Dich. Der Verdächtige hat strahlend weißes Baltor, Fell. Guten Abend. Die Hinweise haben wir, aber... Und Shawnee, dir auch guten Abend. Wir haben den Film x-mal gesehen, auf Englisch aber, und die Lieder auch manchmal in Deutsch gehört. Deswegen glaube ich, dass es die originalen Stimmen aus dem Film sind. Ist der Film noch nicht so alt? Weil dann könnte es ziemlich gut sein, weil dann haben sie wahrscheinlich, wenn ungefähr das Spiel zur gleichen Zeit wie der Film rausgekommen ist, dann werden sie wahrscheinlich auch kein Problem gehabt haben, die gleichen Synchronsprecher zu finden. Würde ich mal vermuten. Wir haben alle Hinweise. Perfekt. Aber die Beschreibung... Du warst es, Sip. Ich war doch gar nicht hier. Aha. Pegasi können ganz einfach vom Tatort wegfliegen. Ich muss dich wohl leider verhaften. Er will über alle verhaften. Nein, wirst du nicht. Tut mir leid. Verbrecher auf freiem Fuß. Wir müssen Maritime Bucht vor weiteren Angriffen schützen. Ich werde die Bürger vor der drohenden Gefahr warnen. Irgendwas stimmt da nicht. Warum sollten meine Freunde so etwas tun? Vor allem ist es ja echt drohende Gefahr, ne? Da geht jemand hin und malt Plakate voll, Alter. Wohl um diese Plakatwand. Was passiert als nächstes? Jemand versteckt die Fernbedienung? Das ist die Mega-Gefahr. Alter. Irgendwie gefallen mir die. Du hast Flügelum ist der Täter, sei das halt echt so, ne? Ja, wir sollten es wohl einen wiederverwerten. Wirklich? Ja. Was brauchen wir? Ein wenig gelbe Farbe wäre ein guter Anfang. Okay, ich besorge welche. Ein wenig gelbe Farbe. Willst du drüber malen oder was? Also ich finde die Zähne ja einfach passend. So, warte mal, wo war Farbe? Wo gibt's hier Farbe? Ich muss Hitch helfen. Ja, Entschuldigung, ich dachte, da unten wäre noch... Ja, ich dachte, ich muss unten zum Farbladen. Nee, hier gibt's offensichtlich auch noch einen anderen Farbladen. Da, hier ist Farbe. Kannst du mir das Lama da oben runterholen? Das ist eigentlich auch ein Pony, ne? Gelbe Farbe? Wir könnten etwas tauschen, ja. Ich mache einen Obstsalat. Dafür benötige ich noch einige Zutaten. Was brauchst du? Kannst du mir Äpfel und Birnen holen? Mach ich. Mach ich. Immer noch besseres Gameplay als World's End Club, glaube ich. Ja, World's End Club hatte so gut wie gar kein Gameplay. Das war jetzt schon echt, das war schon sehr, sehr frustrierend. Hä, hier fehlt ein Pony. Kann ich mich einfach bedienen? Ist hier Selbstbedienung, oder? Gut, hier gibt es eh nur Bananen, ne? Runde Bananen. Was bedeuten eigentlich da oben die Birne und die... Ach so, Birne und Apfel kriege ich für die Farbe. So heißt das. Ich dachte jetzt gerade eben schon... Ach so, die muss ich selber pflücken. Ich dachte, die kann ich kaufen. Die holen. Großartig. Fast fertig. Ich dachte, ich muss sie anmalen oder so. Was? Ist
vielleicht eher so die Geschichte danach. Auf jeden Fall nicht die Story aus dem Film. Okay, alles klar. Da haben sie also definitiv auch Leute, die den Film schon gesehen haben, vielleicht doch noch ein bisschen super. Was Neues. Das ist ja schon mal ganz gut. Für den Fall, dass es euch zu langweilig wäre, wenn ihr die Film schon kennt. Ne? Und nun das Wichtigste. Einen großen Kürbis, um alles miteinander zu mischen. Bitte, alles in der Gitzel gespielt. Das kriegst du doch mit hier. Ich muss Birne und Äpfel finden. Dafür kriege ich Farbe. Und wenn ich Farbe habe, jetzt wieder noch ein Kürbis. Ja, aber sonst noch ein Wunsch? Das kann wohl nicht angehen. Bisschen gierig, wa? Dafür kriege ich aber noch viel mehr Farbe. Wo ist denn hier ein Kürbis? Da unten ist keiner, oder? Es geht halt einfach um Pferde, die Vandalismus betreiben, hier. Aber eigentlich geht es nur um Pferde. Und eigentlich ist hier alles schön und toll, abgesehen davon, dass einer alles voll malt. Aber ansonsten ist hier alles schön und toll. Ach, Sunny, ich würde dir meinen größten Kürbis geben, aber er wächst noch. Kannst du nicht ein bisschen Magie einsetzen? Lass ihn wachsen und er gehört ganz allein dir. Aber was hast du denn davon? Dann fehlt dir doch ein Kürbis. Oh, der ist echt hübsch. Toll. Ach, der muss noch mehr wachsen. Großartig. Alter, den kannst du danach noch nie mehr... Ups. Der ist ja riesig. Wie soll ich den denn zurückrollen? Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu stark aufgestampft, ha? Achtung! Angriff der Killerkürbisse! Uff, sei Dank! Oh Gott. Gott, gütiger! Was für ein Kürbis! Vielen Dank, schätze ich. Bitte sehr, die hast du dir verdient. Viel Spaß beim Malen. Okay, alles klar. Viel Spaß beim Malen. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie schnell er jetzt eigentlich den Kürbis verwertet hat. Also das geht jetzt echt im Rekordtempo. Ich habe keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Da jetzt... Achso, da hinten ist er doch. Wie konnte ich den übersehen? Ach, jetzt komme ich auch an das Zeug ran. Aha. Ist ja ein richtiger Multifunktionskürbis. Aber den will doch jetzt keiner mehr essen, oder? Wenn ich da drauf rumgestampft habe. Fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass die da hinten auch ist. Wahrlich ein Kunstwerk der Einwiederverwertung. Viel besser. Du hast mich ziemlich gut aussehen lassen. War gar nicht so einfach. No. Hey, na gut. Trotzdem danke. Ja, das sieht ihm aber echt nicht. Der hat ein bisschen weniger Falten auf dem Plakat. Das ist nicht realitätsgetreu. Ich glaube, der ist viel älter in Wirklichkeit. Und warum ist sie da hinten dran? Ich dachte, die andere steht, die Primrose, die steht auf ihn. Dann können wir doch, hätten wir doch eigentlich die Primrose dahin malen müssen, ne? Ich glaube, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Du packst das. Aber ich habe was Neues gekriegt. Wir können uns was Neues anziehen, Leute. Hier. Oh, guck mal. Ui. Yay. Schön. Supi! Jetzt bin ich wieder anders. Schön. Ja, der Film ist noch sehr neu. Ende letzten Jahres auf Netflix rausgekommen und richtig gute Animationen und Lieder und auch Geschichte. Kann ich nur empfehlen, wenn man keine Ponys mag, sollte man versuchen, hinter den Punkt zu schauen. Lohnt sich vor allem mit Kindern. Ja, ich gucke mit meinem Sohn ja auch immer wahnsinnig gerne Disney-Filme und sowas an. Ich habe letztens erst Chip und Chap geguckt. Die Neuverfilmung, also auf Disney+. Chip und Chap, mega lustig. Selbst für Erwachsene. Chip und Chap, die Ritter des Rechts, guckt euch die Verfilmung an. Der ganz, ganz neue, der ist jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Tagen erst erschienen. Der ist mega lustig, der ist echt gut. Ist halt Disney Plus, das ist halt ein bisschen Manko. Hat nicht jeder, möchte nicht jeder Geld für ausgeben, aber ich finde, der Film ist echt gelungen. Der ist wirklich gelungen. So. Jetzt treten wir erstmal Bäume, das ist schon ein bisschen arg. Brutal, finde ich. Bäume sind auch Lebewesen. Bitte tritt sie nicht. Pferd. Pony, Entschuldigung. Hui. So, darüber kann ich jetzt, aber habe ich noch was vergessen. Ich will kein Loot liegen lassen, ja? DJ Bonina, hi. Sicher, dass sie nicht einfach daraus sein Abendessen machen? Aus dem Kürbis? Ja, hätte auch sein können, ne?
Damit Kürbis machen, was er will. Ich wollte eh was anderes. Mein Mann schreibt dem Film so zu anderen, eine Gruppe von Helden versucht, ein Pony aufzuhalten, das ein Nazi-Regime führt. Plus schöne Musik. Alter, das ist okay. Das sollst du vielleicht den Kindern ein bisschen anders erklären. Das sollst du den Kindern vielleicht ein bisschen anders erklären. Vor allen Dingen, wenn das Kind in der Schule so erzählt. Das wäre ein bisschen arg brutal, oder? Manche Stimmen tun schon weh in den Ohren. Ja, vor allen Dingen meine, ne? Stimmt halt schon. Verstehe ich. Ich verstehe dich. Guck mal, da unten ist auch noch was. Yay! Können sich die Ponys eigentlich das Bein brechen? Toll! Nicht, dass ich das möchte. Ich möchte nur wissen, ob es geht. Guck mal hier, ich habe Secrets gefunden. Yay! Tada! Tada! Super! Schön! Oh. Das ist einfach alles so schön gediegen hier. Da fühlt man sich richtig schön aufgehoben. Ich will jetzt auch ein Pony sein. War das nicht bei den Glücksbärchen? Gibt's Glücksbärchis, das Spiel? Oh, gibt's das? Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Das ist doch sonnenklar. Ein Glücksbärchen sein. Genauso wie du. Ich werd kein Koch, kein Feuerwehrmann. Ein Glücksbärchen möchte ich sein. So wie du. Kadettin Star Scout. Oh, ich will Glücksbärchen spielen. Ich habe von dir gehört. Du kennst mich schon, Zoom. Erinnerst du dich? Ja, du hast ja eine Maske auf. Du kannst dich nicht erkennen. Du bist hier, um deine motorischen Fähigkeiten überprüfen zu lassen. Meine was? Dein Können im fortgeschrittenen Hindernisparcours. Bist du bereit? Oh, jetzt kommt ein Hindernisparcours, Leute. Jetzt wird's echt kritisch. Wir mussten Hasen einfangen, die dann wahrscheinlich geschlachtet wurden. Wir mussten tanzen, halbnackt. Und jetzt geht's darum, Hindernisse zu überwinden. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie du dich schlägst. Hat keiner was zu sagen über meine tollen Gesangskünste? Das finde ich jetzt ein bisschen deprimierend. Ich habe die ganze Zeit so schön gesungen für euch und keiner sagt was dazu. Leute, ich finde... Ne, oder? Also... Oh. Bisschen mehr Respekt vor dem Streamer, ja? Wenn der für euch singt, habt ihr das gefälligst zu huldigen. Das ist unglaublich, ey. Dass man heutzutage... Dass man den Leuten auch alles sagen muss, weißt du? Die Selbstverständlichkeiten. Einfach jemandem Wertschätzung gegenüberbringen, der für euch ein Liedchen trällert. Das sind Selbstverständlichkeiten, die man heutzutage eigentlich von alleine erwarten sollte. Aber nein, auch das ist zu viel heutzutage, ne? Die Gesellschaft, ne? Die Gesellschaft. Vielleicht machen wir ja doch noch eine Überfliegerin aus dir. Hier ist deine Belohnung. Hey, das sind meine Rollerblades. Die habe ich gesucht. Gern geschehen. Tja, danke. Toffi, du hast so gut gesungen. Du man dachte, das gehört zum Spiel. Anziehen, wenn du auf aber was sollen denn denn die lachenden Smileys da hinten? Dann, findest, dann ist das doch gleich wieder ironisch gemeint. Was soll denn? Ich hab schön du gesungen. Oder nicht? Wenn du auf diesen Knopf drückst. Hab ich nicht wenn schön du langsamer gesungen. Werden willst, kannst du sie mit diesem Knopf ausziehen. So, wenn du... Du kannst deine Rollerblades anziehen, wenn du auf diesen Knopf... Okay, alles klar. Ich drücke auf den X-Knopf, dann kann ich Rollerblades anziehen. Guck mal. Oh, geil. Alter. Ich bin ein Pony mit Rollschuhen, Alter. Ist das geil. Muss ich schon wieder Hasen jagen? Mit den Tieren passiert etwas Seltsames. Drei Krebse sind vom Strand bis hierher gekommen. Kannst du sie hierher treiben, damit ich sie im Auge behalten kann? Kaninchen hüpfen vor dir davon, aber Krebse laufen dir hinterher. Du Crazy musst Mary, danke schön. Krebse verstecken sich gern darin. Ich hab Glücksbärchen. Keiner singt für euch Glücksbärchen so toll wie ich, glaube ich, oder? So, ich muss drei Krebse finden. Das kriege ich am besten mit meinen Rollerblades hin. Ich fahre einfach drüber, oder? Hä? Darf ich das mit den Rollerblades nicht? Ach so, die folgen mir. Ich dachte jetzt gerade. Hä? Die verschwinden ja wieder. Okay, warte mal. Ich darf das mit den Rollerblades nicht machen. Hä?
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach, ich darf die nur auf den... Ach, jetzt habe ich es verstanden. Die dürfen nur auf den Wegen hier laufen. Okay, alles klar. Die dürfen nur auf diesen Wegen hier laufen. Das war gar nicht so schlimm, oder? Doch, das war voll schwierig, weil ich es nicht verstanden habe. Da habe ich ja wieder nicht zugehört. Entschuldigung, ich war mit den Rollerblades beschäftigt. Die können mir doch nicht Rollerblades geben und mir sagen, jo, jetzt musst du aber mit anderen Sachen dich beschäftigen. Ich war voll hin und weg. Ich wusste gar nicht, dass Inliner überhaupt noch im Trend sind. Die sind doch eigentlich total out, oder? Jetzt will ich auch Inliner fahren. Noch einer. Gummibärenbande würde ich auch spielen. Oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Bom, 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 Baloo. Bom, 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 Oweo, Baloo, Oweo, Baloo. Fantastisch, Sunny. Freunde sein durch dick und dünn. Baloo und seine Crew. Ich habe eine Idee gebracht. Bom, 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 bom. Ach, Mann, warum müsst ihr mir jetzt Ohrwürmer verpassen? Der Moment ist endlich gekommen. Willkommen zum brandneuen Kaninchen- und Krebsehüten-Klassiker. Je mehr Kaninchen- und Krebsehüten. Der Klassiker, kennt ja jeder, ne? Kaninchen- und Krebsehüten. Krebse verstecken sich in den Schlammpfützen. Achte darauf. Bist du bereit zum Hüten? Bist du bereit zum Hüten? Ja. Großartig. Aber du wirst auf keinen Fall meinen Rekord schlagen. Das werden wir sehen, Kumpel. Aber beim ersten Mal habe ich auch voll verkackt. Warum ist meine Brille jetzt eigentlich anders farben? Die war eben noch rosa. Habt ihr es eigentlich gemerkt? Die hatte gerade eben noch eine rosa Farbe. 3, 2, 1. Olli, yay! Los! Das wäre noch ein Spiel für Candy. Ja, ich glaube tatsächlich, Candy braucht erstmal ein bisschen Ruhe. So, schnell. So, hier, zack. Und rein da. Hä, was macht... Ach, die Krebse müssen da rein! Hä? Wieso können die denn nicht in den gleichen Käfig gehen? Die sind doch alle in einem Gehege. Achso, da kommen wieder die Krebse rein, siehst du? Die Hasen kommen hier unten rein, so. Krebse hier oben, zack. Und der Hase da unten. Ah, nein! Alter, das ist wieder einer. Der wollte eigentlich ein Krebs sein, der Hase, ne? Der hat sich halt im falschen Körper gefühlt. So, hier die Krebse, da oben. So. Hasen, da unten, der Krebs kommt nach da oben und die Hasen nach da und einen habe ich noch vergessen. Ich werde schon wieder verkacken. Hey, komm jetzt her, du Kackhase! Nein! Okay, der Hase, können wir den nicht da lassen? Der ist böse. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen. Fröhlich und kämpfen sie auch für dich. Nee, anders so. Nee. Ich habe kein... Ach, nee, warte mal. Eigentlich geht der anders. Der Refrain kann ich noch. Warte mal. Mutig und freundlich, so tapfer und... Gläubig? Fröhlich und eifrig kämpfen sie auch für dich. Leben in Wald unter Bäumen und Steinen. In ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das stimmt halt eben auch, ne? Also ich meine, wenn ich ganz schlecht drauf bin, dann sind Gummibären auch meine besten Freunde. Also die zum Essen halt, ne? So, Alter. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Oh Mann, die huschen doch immer wieder da runter, Mann. Hier, komm, geht da vor jetzt. Hier, zack, 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 da rein. Sag mal. Ich schaff das schon wieder nicht, ne? Wie viel brauche ich? Ich brauche bestimmt 1000 Punkte oder sowas. So, jetzt zack, 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 zack. Hier rein da jetzt. Scheiß Krebs, verpiss dich hier jetzt. Jetzt werde ich wütend, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe. Geht doch jetzt da rein. Oh, jetzt hängen sie an einem Pfosten. Alter. Okay, das war echt schwer. Multa, ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Alter, war das schwer. 525, da war ich noch nicht mal am Ansatz. Alter.
Candy, hast du nicht gestern gesagt, Sunny, Candy wäre nicht mehr unter uns? Du hättest gut. Nur die Haare gerettet. Ich hab's wiederbelebt. Guck mal, schon wieder eine andere Brille. Gib es zu. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen beeindruckt. Aber ich hab's nicht hingekriegt. Ich wusste es. Sheriff Hitch, die Stadt steht schon wieder vor einer fürchterlichen Bedrohung. Bedrohung? Was ist es diesmal? Wütende Häschen sammeln sich auf der Main Street. Sie versperren den Eingang zur Beach Cove. Ich gehe hin, aber es kann nicht sehr schlimm sein. Oh, aber es ist sehr das schlimm, sind Hasen. Sheriff Hitch. Kannst du nachsehen, Sunny? Ich komme nach. Ja, Sheriff Hitch. Okay, alles klar, die Agrohasen, die müssen alle erstmal besiegt werden. Das ist unglaublich. Alter. Nicht da lang. Entschuldigung. Meine Güte. Das kann man auch mal freundlicher sagen. Agro-Heinz. Oh. Gut, wir können uns erstmal wieder umziehen, ne? Hier, guck mal hier. Alter, ja, bitte. Oh Gott, das ist einfach zu gut, ne? Ja, so fühle ich mich wohl. Mensch, nicht da lang, Toffi. Alles ist so süß und lieb da. Und dann wird man so angemacht, wenn man in die falsche Richtung läuft. Ist halt echt so, ne? Ich war voll glücklich über dieses Spiel. Und jetzt wird man nur noch die ganze Zeit geärgert. Guck mal hier. Die will unbedingt, dass er hier sie beachtet. Und was macht er? Er hängt die ganze Zeit am Handy. Und fotografiert sich selbst. Liebe Teenager da draußen, das passiert, wenn ihr euch total asozialisiert. Und das meine ich noch nicht mal im asozial bösen Sinne. Es ist ja wirklich so, wenn ihr zu sehr am Handy sitzt, dann kriegt ihr die richtigen Momente im Leben nicht mit. Sie flirtet doch mit ihm. Und was macht er? Er macht die ganze Zeit nur Selfies. Das geht doch nicht. My Little Pony erinnert mich irgendwie an Butters aus South Park in der einen Folge immer Hello Kitty, die der große Inselspaß spielen wollte. Ich erinnere mich an Gronkh, einem legendären Let's Play, wo er Barbie gespielt hat. Barbie, die Rettung der Welpen. Das war so gut. Das war so gut. Da hat er aber auch Kraftausdrücke verwendet. Das muss man fairerweise dazu sagen. So, wir gehen jetzt zu den Hasen. Also nicht für Schwache, also für Leute, die keine Kraftausdrücke vertragen können. Für die ist das nichts. Oder sie denkt, er filmt sie. Dabei macht er Selfie. Glaubst du? Oh, sie ist total überzeugt. Oh mein Gott, bin ich hübsch. Guck mal, wie viele Fotos er von mir macht. Und er ist halt einfach nur selbstverliebt. Das wäre bitter, oder?